Willkommen zurück bei Final Fantasy XIV Endwalker. Immer noch bei den Galea. Die sind richtig glücklich, dass wir hier sind. Vor allem, dass die den Namen Dufte Mieze hören. Da freuen sie sich richtig. Die sind so richtig schön aufgeschlossen, fröhlich, so wie man sich von den Leuten erwartet, die man gerade kennenlernt. Es ist absolut herrlich. Das ist richtig Festival-Feeling hier. Ja, alle sitzen um ein Lagerfeuer, freuen sich über die Anwesenheit fremder Personen aus dem Ausland. Es ist einfach Party pur. Es ist genial. So, reden wir doch mal mit Flavius. Denn der, guck mal, der ist schon wieder sternhageldicht. Das sieht man doch, so wie der mit seinem Kopf da durch die Gegend wippt. Ich kann nicht mehr so gut sehen. Wer hat mir da gerade die Hand auf die Schulter gelegt? Danke. Du hast ein gutes Herz. Ich hatte mich schon aufgegeben. Schließlich wäre es besser, die Vorräte denen zu geben, die noch kämpfen können, oder? Aber wir sind Galea. Wir haben schon größeres Leid überstanden. Irgendwie wird das schon. Tja, die sind hier voll hart am Kämpfen, voll am Rudern. Nee, den Galea geht es überhaupt nicht gut. Also gar nicht gut. Den Verwundeten fehlt es an allem. Dürfte, ich weiß, dass es vermutlich nichts bringt, aber ich möchte noch einmal versuchen, diesen Leuten mit Gütern im Korb zu helfen. Ich habe nicht vor, mich gegen Legatus Quintus Befehl zu stellen, aber diese Verwundeten leiden. Lass uns nochmal mit Julius sprechen. Vielleicht hat er ja noch einen, hat er doch Einsehen. Geh ruhig schon mal vor, Alizée und ich kommen nach, sobald ich mit dieser Frau fertig bin. Ja, schauen wir mal. Mach's gut, Retro. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. Schlaf gut. Und bis bald. Bis bald. Bald. Ganz bald. Hast du schon genug von deinem Rundgang? Julius, wir haben gesehen, dass es überall an Nahrungsmitteln und Brennstoff fehlt. Gibt es denn keine Vorräte mehr? Ein wenig zu essen gibt es noch. Die Galea sind es gewohnt, die Vorratskammern ihrer Häuser zu füllen, bevor der Schnee zu tief wird. Wir haben alles aus den Ruinen zusammengekratzt, was wir finden konnten. Es ist nicht viel und ich habe die Ausgabe rationiert, damit das Essen so lange reicht wie möglich. Das sieht echt nach einem entspannten Abend aus. Aber Brennstoff? Unsere letzten Erzheimvorräte wurden uns vor ein paar Tagen gestohlen. Wir wissen nicht von wem. Vielleicht war es jemand aus dem anderen Lager oder ein Besessener. Jedenfalls wird die Situation schnell noch schlechter werden, wenn wir die Schwachen nicht warm halten können. Wir wissen, wo man Erzheim bekommen kann. Lass uns doch bitte helfen. Damit wir in eurer Schuld stehen? Niemals. Und überhaupt, so schlimm ist es nicht. Wenn wir noch ein bisschen länger aushalten, wird sich unser Glück wenden. Ja, ein junger Legionär hat mir davon erzählt. Das hat man davon, wenn man euch mit den Leuten sprechen lässt. Na gut, wenn ihr es ja eh schon wisst. Wir haben gesehen, wie ein Mann mit Kapuze den Besessenen Befehle erteilt. Sie sollen für die Tolloforoi arbeiten. Dieser Unruhestifter ist dann in den Kaiserspalast verschwunden. Legatus Quintus sandte sofort einen Boten an die 10. Legion, der er vertraut. Er befahl, dass diese sich mit den mit in den Provinzen stationierten Legionen zusammentun und für einen Kampf gegen die Tolloforoi warten solle. Sobald diese Verstärkung eintrifft, können wir Gale mal zurückerobern. Auch ohne eure Hilfe. Wir müssen nur noch ein bisschen länger durchhalten. Aber Julius, jedes bisschen länger, das ihr wartet, kostet Leben. Es sind deine Kameraden. Ihr Schicksal kann dich nicht kalt lassen. Nimm das Hilfsangebot an. Lass uns den Erzheim beschaffen.
Ich werde mit Legatus Quinto sprechen. Wartet hier. Und? Was ist nun? Legatus Quintus wird seine Meinung nicht ändern. Wenn wir uns von fremden Ländern helfen lassen, stellen wir unser stolzes Reich in ihre Schuld. Das sind ein paar Leben nicht wert. Es ist vielleicht noch etwas Brennstoff im Stadtgebiet zu holen. Wenn ihr helfen wollt, dürft ihr mit mir rausgehen und ihn bergen. Gerne. Das ist sinnvoller als alles, was wir hier drinnen tun können. Ihr seid schon seltsame Leute. Gut, dann gehen wir. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ich wiederhole nochmal. Ich bin bereit zur Welt gekommen. Also ab geht's. Ab in die City. Also gut, wir gehen nach Regio Urbanissima. Belmissimo. Das ist das Zentrum der Kaiserstadt. Zuerst durchsuchen wir das Forum Solius, einen Park westlich von hier. Bleib dicht bei mir und befolgt meine Befehle. Keine eigenmächtigen Aktionen, verstanden? Dann los. Yay! Monster prügeln, Spaß haben, endlich Dinge tun außer quatschen. Und Motorrad fahren. Brumm. Aber ich freue mich. Endlich sehen wir mal die Kaiserstadt. War nicht in ihrer Glanzzeit, aber zumindest zu irgendeiner Zeit. Draußen ist es auch gerade hell. Ich glaube, wir sind nachts hier angereist, oder? Und wir könnten nochmal hier eben einige Jalme Richtung Westen. Das klingt doch gut. Nordwest. Ah, hier oben. Vermutlich. Irgendwie. Jetzt irgendwie Süd? Ja, sage ich doch. Süden. Wahrscheinlich da oben. Sag ich ja. Das Motorrad war, wenn mich nicht alles täuscht, nicht Event. Nee, das war ein Fanfest-Giveaway. Ja. Zum Pariser Fanfest gab es doch die Final Fantasy 7 Charaktere als Puppe. Tifa, Aerith und Cloud, glaube ich. Und dazu das Motorrad. Ich glaube auf jeden Fall, glaube ich, jedes... ich glaube, das war so. Oder war das Pre-Order-Bonus? Aber eigentlich glaube ich, war das ein... Moment... Aber man konnte es auch eine Zeit lang im Shop kaufen, bin ich der Meinung. Ade Fenrir. Ja. Schau gerade mal eben schnell nach. Ja. SKD Fenrir war Fanfest Bonusgegenstand im Mogri-Kiosk zu erwerben. Also die Leute, die für 23,99, die halt eben beim Fanfest dabei waren, haben es so bekommen und das Pad und der Rest konnte es sich zumindest kaufen. Ich weiß nicht, ob man den noch im Kiosk kaufen kann. Aber ich habe den auf jeden Fall nicht im Kiosk gekauft, da bin ich mir sehr sicher. Ich habe das über Fan... Du hast den auch, ne? Schau mal bitte nach. Einfach aus Interesse. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Aya den auch hat. Deswegen meinte ich, sie soll mal bitte nachschauen.
SKD Fenrir, ja. Ja, sie hat's auch und sie hat sich definitiv. Nee, du hast dir nichts Fan-Amounts aus dem Dings geholt, ne? Nee, dann war es ein Fanfest-Gegenstand. Ja. Safe. Aber kaufbar war er auch. Definitiv, da gebe ich dir recht. Genauso wie die anderen Puppen. Der Park ist ja riesig. Man hat ihn den Bürgern geschaffen, weil es vor der Stadt zu gefährlich ist. Die Kinder des Kaiserreichs sollten einen sicheren Ort haben, um zu spielen. Anderen Bürgern diente er der Erholung und dem Austausch. Der Park ist nach den Reichsgründern Kaiser Solos benannt und ist der größte der Stadt. In den Magitek-Maschinen können sich in der Tat noch einiges an Erdsein befinden. Nein, die haben wir schon geplündert, direkt nach der Tankstation. Aber vielleicht haben wir hier und da einen Tropfen übersehen. Jetzt, da uns der Erdsein sogar gestohlen wird, lohnt es sich, den letzten Rest zusammenzukratzen. Also seht genau hin, wenn ihr den Park durchsucht. Verstanden. Wir machen uns schon sofort an die Arbeit. Ja, gut, ey. Nebenbei, ich bin immer noch mega begeistert über das Giveaway oder über den Goodie Bag aus Paris. War nämlich ein Final Fantasy 14 Rucksack. Wobei der nicht so geil aussah wie der, wie ich glaube, der aus den USA. Der aus den USA war nochmal ein bisschen cooler, weil er das Final Fantasy Logo nochmal ein bisschen größer aufgedruckt hatte oder so. Aber wie dem auch sei, war ein geiler Rucksack und es war wirklich das Goodiebag, was man unbedingt brauchte auf dem Fanfest, weil es war halt eben so richtig schön. Wir haben uns nämlich in Frankfurt super geärgert, dass wir halt eben die ganze Zeit den gesamten Tag mit dieser Tasche rumlaufen mussten. Dann gab es einfach in Paris einen Rucksack. Das war so perfekt. Hat uns alle sehr gefreut. Und dazu noch eine Trinkflasche. Dementsprechend waren wir gleich in so vielen Punkten ausgerüstet. Klar gab es da so ein bisschen Ballastzeugs, was wir loswerden mussten. Aber das Hotel war auch nur 10 Minuten Fußweg entfernt. Dementsprechend haben wir uns die Anfangsrede angeguckt. Sind zum Hotel zurückgestiefelt, haben allen unnötigen Ballast abgelegt. Unsere Trinkflaschen aufgefüllt. Und dann ging es halt eben weiter. Oh, guck mal, hier eine Tafel. So sah dieser Park mal aus. Hier war auch noch was. Verkaufsstand. Also der Verkaufsstand klang. Achso. Ja, kein Erdsein. I'm sorry. Ach, Fanfest war geil. Ärgert mich wirklich, dass das in London wegen so einem ollen Scheiß-Virus abgesagt werden musste. Auf der anderen Seite war es auch ganz gut, weil wie das mit Visum und so weiter aussieht und Einreise ist ja jetzt auch ein bisschen schwieriger gewesen, dadurch, dass ja Brexit durchgezogen wurde. Ach, du bist es. Und, was gefunden? Wir haben alles abgesucht, aber kein Tröpfchen Erdsalm entdeckt, Julius. Ja, etwas anderes hatte ich eigentlich auch nicht erwartet. Was ist eigentlich mit diesem Teich? Du hast die ganze Zeit über darauf gestarrt. Es ist nicht von Belang. Nur ein paar Erinnerungen. Ich habe hier früher oft mit meinen Geschwistern gespielt. Es wird mit warmem Wasser gespeist, sodass er nie zufriert. Meine Schwestern haben im Winter ihre Hände hineingesteckt, um sie zu wärmen.
Natürlich haben sie sich immer nass gemacht. Und meine Mutter hat mit uns allen geschimpft. Ihr werdet euch den Tod holen, hat sie immer gesagt. Warmes Wasser, sagst du? Julius, wie wird das Wasser erwärmt? Das muss doch mit Erdseim geschehen. Jetzt, wo du es sagst, als Kind habe ich gesehen, wie Arbeiter eine Luke am Grund des Teichs geöffnet und einen Tank ausgetauscht haben. Aber seht nur, wie trüb das Wasser ist. Der Mechanismus für den Wasseraustausch muss beschädigt worden sein. Es dürfte nicht leicht sein, die Luke mit dem trüben Wasser zu finden. Und auch wenn das Wasser noch warm ist, wäre es Selbstmord, mit nassen Kleidern zurück zum Lager zu laufen. Aber vielleicht müssen wir es riskieren. Ich weiß keinen anderen Weg. Es gibt einen anderen Weg. Magie. Magie. Ja, in der ersten Legion haben wir davon nicht viel zu sehen bekommen. Aber in den Provinzen habe ich oft beobachtet, wie andere Völker sie wirken. Dann fürchtest du dich nicht davor? Das ist gut. Alfino, sammle so viel Brennholz, wie du finden kannst. Ich werde es mit einem Erzfeuer anzünden. Verstanden. Und dann, ich kann dich sowieso nicht aufhalten. Ich werde mich beeilen. Willst du da etwa rein? Aber sicher, deine Leute brauchen den Erzseim, und zwar dringend. Glaub nur nicht, dass es mir Spaß macht, in dieser Kälte klitschnasse aus dem Wasser zu steigen. Aber es muss nun mal sein. Oder hast du etwas dagegen? Also, nein, ich hab nichts dagegen. Willst du mich etwa auch aufhalten? Pff, den Teufel werde ich tun. Warm baden, ich bin dabei. Bist du sicher? Du musst nicht, wenn du nicht willst. Aber zusammen geht's natürlich schneller. Hoffentlich erkälten wir uns nicht. So. Wie du möchtest, ich gehe auch mal ein bisschen schwimmen. Teichboden. Hier mal ein bisschen rumsuchen. Taste mich ein bisschen entlang, kann aber keine Luke entdecken. Der eiskalte Wind weht über deine nassen Kleider und lässt dich schrecklich zittern. Brrr. Gucken wir hier nochmal rein? Nein. Ach, das bisschen Frostschaden, was ich hier bekomme. Ja. Ja. Immer noch keine Luke. Ja, während Alizée da vorne einfach rumsteht, suchen wir nach der Luke. Kann sich auch mal ein bisschen bewegen. Tut auch gut wegen Wärme und so. Ich finde da etwas. Yay, Luft! Du hast eine Luke gefunden und ziehst den Erdseimtank aus dem Teich heraus. Aber der eiskalte Wind weht über deine nassen Kleider und lässt dich schrecklich zittern. Gib Julius den Tank und wärme dich schnell auf. Richtig gut. Oh, das war die geilste Reaktion ever. Das hatte so ein bisschen was wie das bei wie das eine Fest bei Herr der Ringe Online, wo du den Dreck und den und das Erbrochene von den Leuten wegmachen musstest. Und dann sind so besser. Genau, der Ladebalken. Das war wirklich ein Ladebalken, der während er so durchgelaufen ist, einfach nur drunter stand. Und? Da. Da ist er. Du hast den Tank gefunden. Und es ist sogar noch Erdseim drin. Was ein Glück. Ach ja, das Feuer. Ich werde Alfino helfen.
Dieses kleine Feuerchen wird uns nicht warm machen. Ah, das tut gut. Die Kleidung ist auch bald wieder trocken. Danke euch für den Erzheim. Nur, bevor ihr etwas tut, besprecht euren Plan bitte ausführlich mit mir. Egal, was wir von euch halten, ihr seid immer noch unsere Gäste. Wenn ich Legatus Quintus berichten müsste, dass euch etwas zugestoßen ist. Was soll uns schon passieren? Wir haben doch Dufte bei uns. Julius, du sagtest, dass du schon als Kind in diesem Park gespielt hast. Bist du in der Kaiserstadt geboren und aufgewachsen? Du willst wissen, wie ich groß geworden bin? Ihr seid wirklich seltsame Leute. Aber gut, ich erzähle es dir gern. Ja, ich stamme aus der Kaiserstadt. Mein Vater hat sich in jungen Jahren verdient gemacht und etwas Land bekommen. Dort haben wir mit der ganzen Familie gewohnt. Wie war das Leben in der Kaiserstadt? Die Stadt war der Stolz eines jeden Galeer. Die Winter hier sind lang und hart, deswegen wurde eine starke Stadt errichtet. Und eine warme Stadt. Selbst an Tagen, an denen einem draußen der Atem gefror, brachte man im Haus nie einen Mantel zu tragen. Wir saßen zusammen, aßen und tranken etwas Warmes. Und es gab Süßigkeiten zu knabbern. So lebten nicht nur wir, sondern auch unsere Freunde. Alle taten es. Man sah es durch die Fenster oder wenn sich eine Haustür öffnete. Wer nach Hause kam, den begrüßten Wärme und die leckersten Gerüche. Mir wird warm, wenn ich daran denke. Die Sommer waren kurz. Doch dann schmolz der gefrorene Boden und gab eine Graslandschaft im sattesten Grün frei. Es war herrlich. Wir kletterten auf die höchsten Dächer und badeten im Sonnenschein und im warmen Wind. Wir dürfen diese Stadt nicht den Teleforoi überlassen. Egal welche Opfer es uns kostet. Ach Mann! Luna, ja, ich, ja. Ich gebe sicherlich bald die Fischerquest ab. Ganz, ganz sicher. Könnte dieses Lachen lügen? Oder diese Augen? Da ihr wieder aufgewärmt seid, sollten wir unsere Suche fortsetzen. Gehen wir nach Westen. Ich habe die Fischerquest nebenbei nur deswegen gemacht, weil ich versucht habe, ins PvP zu kommen. Das habe ich auch eine ganze Zeit lang gestreamt. Aber Feast war echt nicht geil. Vor allem nicht, als die Season angefangen hat. Schauen wir mal, ob in diesem Wracks noch etwas zu finden ist. Wir haben hier schon gesucht, aber vielleicht sind in den zerstörten Kampfmaschinen noch ein paar Tropfen Erzheim zu holen. Viele von diesen Maschinen sind so verformt, dass wir bisher gar nicht richtig an ihr Inneres rankamen. Aber heute habe ich vorgesorgt. Hier, nehmt jeder zwei von diesen Ladungen Sprengstoff, Nummer 37. Damit bekommt man verkeilte Hüllenplatten mit Leichtigkeit auseinander. Wenn ihr eine zerstörte Kampfmaschine findet, überprüft zuerst die Tankanzeige. Und wenn noch Erzheim drin ist, bumm. Was ihr macht, wenn die Tankanzeige nicht mehr funktioniert, überlasse ich euch. Aber falls euch der Sprengstoff ausgeht, meldet euch bei mir. Ich habe noch mehr. Verstanden. Verstanden. Wir suchen auf der Straße dort vorne. Und ich guck mir mal den Kram hier an. Schauen wir mal. Die Tankanzeige steht auf Müll. Hier ist kein Erzheim mehr zu holen. Dann, nope. Woran erkennt man eigentlich eine kaputte Tankanzeige? Die Tankanzeige ist zerstört. Ob trotzdem noch Erzheim im Tank ist?
probieren wir nicht aus. Gucken lieber nochmal ein bisschen weiter. Lieber sichere Wellen anzapfen, als unnötig Ressourcen zu verschwenden. Zerstört. Null. Ah, zwei zerstörte und eine auf null. Gar nicht geil. Warum zerstören wir nicht einfach die Dinger, die hier rumfliegen? Weil die scheinen ja noch ordentlich Erdseim zu haben. Pew? Warum Pew? Was habe ich verpasst? Ach so, weil Bumm. Ach komm, probieren wir es einfach. Ich habe nur zwei zerstörte. Ach, er ist wirklich leer. Die ist doch blöd. Ist. Und wenn hier nichts ist, was irgendwie eine Maschine. Gucken wir mal. Oh, halb voll. Super. Glück gehabt. Das freut mich. Ein halb voller Tank. Damit haben wir zumindest echt ein bisschen was. Achso, ich habe keinen Boomy-Mod. Ja, bevor mir die ganze Zeit die Ohren explodieren, dachte ich mir, reicht Pew. Außerdem klingt das Pew niedlich. Hm, brauchst du noch mehr Sprengstoff? Guck mal hier, Erdseim. Mehr davon. Du hast etwas gefunden. Die Heldin hat also auch noch Glück auf ihrer Seite. Mit dem Erdseim werden wir den Stützpunkt für eine Weile wärmen können. Gut, warte hier. Ich sehe nach Alfino und Alize. Okay, ich warte hier. Genau hier warte ich. Wo kommen eigentlich all die Leute her? Warum starrt ihr mich so an? Finde ich nicht nett. Ich mag das nicht, angestarrt zu werden. Endlich bist du dann wach und los. Und? Alles in Ordnung? Sieh dich nicht so um, das fällt auf. Hör einfach nur zu. Ich habe dir was zu erzählen. Nachdem ihr Camp Splitterglas mit dem Soldaten verlassen hattet, hat Lucia sich an unsere Späher gewandt. Wir haben uns sofort an euch geheftet und gesehen, wie ihr im Tertium verschwunden seid. Als ihr wieder rauskamt, habe ich bemerkt, dass Alfino und Alize diese Dinger am Hals tragen. Den Rest konnte ich mir denken. Aber etwas musst du mir noch verraten. Wer ist das da in dem Bahnhof? Und was wollen sie? Der Legatus der ersten Legion also. Und er will mit Hilfe der 10. Legion den Turm von Babel unter Kontrolle bringen. Verstehe. Das gibt uns vielleicht etwas Spielraum. Unser Chor hat nämlich etwas erfahren, das den Legatus womöglich interessieren könnte. Für dich hat jetzt die Sicherheit von Alfino und Alize höchste Priorität. Am besten tut ihr, was man von euch verlangt. Dann viel Glück und bis später. Da sind wir wieder. Wir haben überall gesucht, aber nichts gefunden. Wenn einer etwas findet, dann bist du das ja. Jedes Mal. Ziemlich enttäuschend. Bald wird es gar keine Vorräte geben, die wir sicher bergen können. Das war's für heute. Kehren wir zurück zum Bahnhof.
Willkommen zurück. Ich habe schon gehört, dass man euch losgeschickt hat, um nach Erzheim zu suchen. Und? Welchen gefunden? Etwas. Aber ohne ihre Hilfe wäre es deutlich weniger gewesen. Man erzählt sich ja allerhand über die Wilden, aber sie sehen eigentlich ganz gesittet aus. Na gut, jedes bisschen hilft uns warm zu halten. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, wie wir die Nacht überstehen sollen, jetzt wo die auch da sind. Und? Habt ihr Erzheim gefunden? Nein, doch. Legatus Quintus. Wenn ja, dann bring ihn gleich zu den Kampfmaschinen. Aber damit wollten wir doch den Stützpunkt wärmen. Die Pläne haben sich geändert. Wir haben jetzt ein paar Dinge zu besprechen. Aber vergesst nicht, dass wir euch im Auge haben. Bleibt, wo ihr seid. Was für Pläne meint er wohl? Keine Ahnung. Aber offensichtlich will er die Magitech-Maschinen bereit machen. Die Frage ist, ob er sie jetzt einsetzen will oder erst, wenn er sich mit der 10. Legion zusammengetan hat. Seine Leute aus der Kälte schaffen, in eine Stadt oder in wärmere Gefilde. Und? Was habt ihr besprochen? Dein Bruder und du verbleiben als Geiseln, um das Korps zu zwingen, Material zu überstellen und sich zurückzuziehen. Bis zur Übergabe werdet ihr an einen anderen Ort gebracht. Was soll denn das? So viel Material hat das Korps auch nicht. Weit werdet ihr damit nicht kommen. Für dich hat jetzt die Sicherheit von Alfino und Alizée höchste Priorität. Am besten tut ihr, was man von euch verlangt. Führt sie ab. Ja, so, war ja irgendwie klar. Aber egal, wir kriegen uns dann sicherlich rausgeboxt. Zur Not verprügeln wir einfach jeden hier.
Wiederholt's nochmal, ihr seid hier mit mir, nicht ich mit euch. Keine Sorge, Alfino und Alizé wird nichts geschehen, solange sie keinen Widerstand leisten. Toll, freut mich. Also, ihr könnt Alifino behalten, aber Hauptsache ihr nehmt Alizé mit. Ich darf Alizé wieder mitnehmen. Das wäre super. Alfino interessiert mich nicht. Aber mich interessiert die nächste Pause. Bis gleich.